Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Was zum Geier, zieh und das Internet. Mal wieder sehr nice. Ich will, ja, let's go. Wee. Das ist genug, Mann. Oh, ich hab es gehört gerade, meine Kopfhörer waren stumm. Alter, das ist genug, Mann. Ooh, a fresh pie? Save me a slice. Sure thing, Vicky. Okay, that's good. Okay, that's good. Das kenne ich. Okay, that's... Also ich kenne nicht die gezeichnete Variante, ich kenne das Original. That's enough slices. That's enough fucking slices, man! That's enough slices! What are you doing? Ja, ich würde zugeben. Ja, das ist auch das Original. Also das Original ist ja auch von dieser Mickey Maus, jetzt so eine Mickey Maus-Puppe, die hier. Die so TikToks auch kommentiert. Und das ist ja so eine Zeichnung darauf. Das Original ist ein bisschen anders. Da, wie gesagt, reagiert Mickey Maus hier auf jemanden, der die Pizza so oft schneidet und so auf TikTok. Und that's enough slices. So funny. Und er hat sogar das Okay bekommen von Disney, diese Videos zu machen. Er darf nur nicht Merchandise mit Mickey Mouse drauf verkaufen. Aber er darf diese TikToks machen. Finde ich mega funny irgendwie. Der hat Disney persönlich angerufen bei ihm. Ja, ich würde zu gern behaupten, dass das allerverrückteste Opening aller Zeiten war. Aber andererseits, wenn ich mich so zurückerinnere an ältere Folgen, da war schon immer wieder mal echt krasses Zeug dabei. Boom! Ja, Mickey Mouse. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ich habe euch mal wieder gebeten, mir Videos zuzusenden, bei dem ihr der Meinung seid, okay, das muss ich unbedingt mal gesehen haben. Und oh Junge, was ihr mir da wieder zugesendet habt. Ich guck das gerne immer wieder. Behold, the mysterious floating orb. Soup's on. Alter. Vor allem geile Suppe, die er da macht. Einfach nur Wasser wahrscheinlich da drin. Fürs Video. Alter, war das lame. Aber keine Sorge, es war noch viel. Als wir es zum ersten Mal gesehen haben, fand ich es auch mega lustig. Da habe ich sofort am Anfang so geguckt, so, hä, was, das schwebt ja wirklich, hä? Wie ich es mal gecheckt habe, ist aber auch schon ein bisschen älter wieder, ja. Clips dabei, bei dem ihr aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ach du Heiliger! War das on purpose? Alter, das war aber schon gerade mit Absicht. Ja, ja klar, natürlich, Alter. Und genau dieselbe Frage habe ich mir auch gerade gestellt. War das mit Absicht gerade, hä? Oh Mann, ey. Wie geil. Und ist rein editiert worden. Hier fand ich mega lustig gerade. Der Partner dieser Folge ist was ganz Besonderes, denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Am 21. Oktober kommt der zweite Teil der Venom-Marvel-Serie in die Kinos. Venom, let there... Der Venom-Serie. Das ist eine Serie, das ist ein Film. Derby Carnage. Wie der Titel schon verrät, geht es um den Bösewicht Carnage und ich bin mir sehr sicher, das wird ein ordentlich epischer Kampf. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr die Kinotickets jetzt schon... Alter, was ab nächste Woche alles kommt. Es kommt die Serie von Ju raus, es kommt die Serie von Lock and Key raus, die neue Staffel. Es kommt hier Venom, der Film, raus, dann kommt noch irgendwie ein Film raus, den ich sehen will. Was soll ich denn nächste Woche machen, außer Serien und Filme gucken? Eigentlich geil. Schon kaufen. Und passend zu diesem Event gibt es jetzt von Just Legends einem Venom Let There Be Carnage Booster. Alter, wie der aussieht, das ist ja mega geil. Und by the way, kann man sich auch mit einem Klick einen CO-Checker dazu holen, also wollte ich nur mal gesagt haben. Natürlich habe ich diesen jetzt schon mal antesten dürfen und ich sag's euch, Alter, der schmeckt wirklich, wirklich krass. Also so richtig sauer und giftig und wer mich kennt, ich mag solche Geschmacksrichtungen. Geil, erstmal giftig trinken. Ja, Geschmacksrichtung giftig. Sehr geil, mag ich. Ist am Boden liegen und... Nein, Quatsch, das ist ja nur aus, weil er meint nicht wirklich Gift. Total. Also finde ich dieses Traust du dich auf der Webseite von Just Legends total passend. Ich habe auch gesehen, man kann eine von 50 Kinokarten gewinnen, wenn man sich hier für den Newsletter einträgt. Ist eine nice Sache, also würde ich an eurer Stelle da mal mein Glück versuchen. Grüße gehen auch hier schon mal raus an Marvel. Ich bin ein kleiner Fanboy, seitdem Tobey Maguire Spider-Man gespielt hat. Umso gespannter bin ich eben, wie der Film wird. Ich sag's mal so, Kinokarten für mich und Carina habe ich schon mal. Was ich gut finde, ist, dass Venom halt auch brutal ist. Und das muss es auch sein. Ich finde echt einen kleinen, mutigen Schritt von Marvel, dass sie gesagt haben, hey, wir machen jetzt mal ein paar Serien, ein paar Folgen, ein paar Filme, die so mal FSK 16, fast 18 sind. Ich sag nur, der Wolverine-Teil war, glaube ich, der erste Teil, der so ab 18 war, glaube ich. Oder war Deadpool zuerst? Einer von beiden Filmen jedenfalls war der erste. Und ich fand den Schritt sehr, sehr gut, sehr wichtig und finde ich gut. Ich mag Gewalt.
Nee, es ist einfach realistischer. Du willst ja keinen Venom sehen, der bei dem man nichts sieht. So, lol. Oder keinen Wolverine. Du willst ja bei Wolverine, der Klingenhände, der ist ja auch brutal in den Comics. Und du willst das auch sehen als Erwachsener. Kinder lässt das sowas halt nicht gucken. Lol. Oder du schneidest es oder machst eine kinderfreundliche Version draus, wo du alle brutalen Szenen rausschneidest. So eine Kids-Version, wo dann der Wolverine keine Klinge hat, sondern Luftballons. So lange Luftballons nudeln. So. Ja, will ich gucken. Check gerne mal den neuen Booster von Just Legends aus. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Benutzt den Code CEOSIDE für 15% Rabatt. Nicht vergessen, Leute. Okidoki. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, legen wir los. Nice. Eure Videovorschläge, meine Reaktion darauf. Los geht's. Es passieren so manche wirklich super lustige Sachen. Da findet man im Internet ja recht viel. Und CEO schaut sich diese an, weil ihr es euch ja wünscht. Das wird ne Gaudi, sag ich euch. CEO und das Internet. Das bin ich. Oh, so, geschafft, ich ja. Ja, Leute, ich hoffe, ich spoiler hier niemanden, aber ich glaube, jeder von euch müsste es eigentlich schon mal was, gehört haben. Was, Sora aus Kingdom Hearts, was ich vorher noch nie in meinem Leben gespielt habe und mich gewundert habe, wenn diese Figur da ist, die vom Himmel runterfällt, wo alle hypen? Für ein Spiel, was ich nicht so krass spiele? Krass. Müsste es eigentlich schon mal gehört haben. Tatsächlich kommt nun auch Sora als Kämpfer in das Super Smash Bros. Universum. Ist das nicht geil? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand wegen dieser Nachricht jetzt enttäuscht sein könnte. No. Und damit ihr euch nicht tausende von einzelnen Reaktionen anschauen müsst, gibt es jetzt nur für euch alle Reaktionen auf einmal. Jo. Brody reagiert auf, alle reagieren auf Sora gerade. Ja, nice. Alter, ist das schön, jetzt ist... Ey, und ein Kumpel von mir wollte, dass ich drauf reagiere. Meine Reaktion wäre gewesen diese hier. Chat, wer ist das? Was ist das? Das ist ja meine Reaktion gewesen. Und die rastet ja alle aus wie noch was. Alter, ist das schön, jetzt ist wirklich jeder Smash-Charakter am Start. Also an die Entwickler wirklich, good job an der Stelle. Mir fällt jetzt wirklich kein weiterer Charakter mehr ein. Euch etwa? Ich glaube nicht. Scheiß CEO. Das ist halt auch Wish. Ja, Leute, eine Sache müsst ihr euch einfach merken. Holt euch niemals Elektrogeräte für unter einen Euro. That's why I love Nestle Crunch. Ja. Passt einfach generell auf bei allen. Moment mal, was war das für eine Puppe, die da rüber geflogen ist? Könnte vielleicht so eine oder andere Spaßpuppe sein. Und passt einfach generell auf bei allen Dingen, die einfach offensichtlich zu günstig sind. Oh, wie cool! Ein Lauch! Eine Sellerie, oder? Moment, das macht gar keinen Sinn. Er läuft zum Burger King und läuft danach wieder nach Hause vom Burger King. Alles keinen Sinn. I walk to Burger King, then I walk back home from Burger King. Okay, so mein neuer Lieblingssong. Geil. Das ist nice und das war ja ich. Ein Nitro-Pro, Jonas. Den muss man sich öfter anschauen, bis er erst lustig wird, oder? I walk to Burger King, then I walk back home from Burger King. Ich weiß nicht, irgendwie ist immer noch nicht lustig, oder? I walk to Burger King, then I walk away from Burger King. Nee, ich glaube, der wird nicht lustig. Es reicht jetzt! Nein! Fünfmal noch, bitte! Ah! Aua, das tut weh! Yeah, I can try to bash it down, I guess. I don't know. Isn't there just like a hold E deconstruct thing? No. Is that not a thing in this that's game? That's not a thing. Oh, 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 was? Das ganze Haus abgebaut? Was ist das für ein Spiel? Was? No! Die Lache! An diejenigen, die Forest League gespielt haben, was da gerade passiert ist, ist wirklich super. Das war The Forest. Okay. Boah, das ist relativ realistisch gehalten. Man muss wirklich jeden Baum einzeln fällen, den zerhacken, dann wirklich einzeln einsetzen und so weiter. Und das Schlimmste ist, während im ganzen Craften muss man dann noch sich gegen irgendwelche Inzestmonster wehren. Oh, Alter, was yo. Bist du denn für Wurst? Wenn du keinen Bock mehr auf Staub. Ach, so heißen die Viecher. Inzestmonster. Ah, okay, jetzt weiß ich auch wieder. Ich habe Forest mal vor Jahren mit meinem Bruder mal gespielt. Auch im Stream, glaube ich sogar. Ich weiß nicht, ob das so war. Ich weiß nicht, ob man einen Baum schon einzeln tragen musste und so, das weiß ich, oder?
Ja, irgendwas war da. So eine Maschine hast, wo du sie draufschlägen, stecken kannst und dann mit der Maschine so, so wegziehen kannst. So eine Art Ameise, ja. Du hast. Yo, ich hoffe, eine Absprache. Also, ich bin jetzt kein Anwalt, aber ich glaube, hat sich gerade strafbar gemacht. Ja. Ab in den Knast. Dieser Computer klingt nicht gesund. Ja. Alter, das klingt ja so, als würde der jeden Moment explodieren. Das ist kein richtiger Sound gewesen, wahrscheinlich drüber gesetzt. Dieser Mann ist ein Genie und hat den Traumberuf. Jim, see that red square there? I want you to drive right over it. Alright. So the red squares are speed boosts. Well, the yellow square gives you a power up. Ooh. All right. Oh, I got a star. Oh sh. No, okay. Oh sh. Oh Junge, wie geil wäre das? Könnte man wirklich mit seinen Freunden einfach Mario Kart in Real Life spielen? Also am besten die mal in so einer kleinen. Komm, dann kriegt der einen Stern und dann kann andere Leute besser wegtackeln. Werden dann an der Seite so Klingen rausgefahren oder was? Was passiert denn dann, wenn er die aufsammelt? Mir voll interessieren. Alle ist dann wirklich so, keine Ahnung, das Wario Stage zum Beispiel. Das würde so viel Spaß machen, es sei denn natürlich, ja, Dom Tenno spielt mit da nicht. Würde deine ganze DNA in neue Sphären. Und wer jetzt sagt, naja, ich weiß ja nicht, das wäre doch einfach viel zu gefährlich. Ja, dann pass mal auf, was die Amerikaner da so machen. Das sieht so spaßig und cool aus. Jo. Oh Gott. Jo, der fährt 5 Meter, welcher war das denn? Oh, jo, also da, das, sowas machen auch nur Amis, wirklich, da bin ich raus. Ey, was das denn? Aus sowas kommen auch nur Amis, wirklich. Ja, solche Ideen. Alter, kommt da wirklich irgendeiner unbeschadet ins Ziel? Ja, ich zähle keiner aus Amis. Oh, sie. Wer? Ah, tatsächlich, einer schon. Krass. So, und nun kommen wir zu eurer Lieben. Der geworden, sobald es einer schafft, unten hört es auf mit dem Event, weil das ist der Erste dann. Da geht es anders mal ums Erste sein, so ums Erste lebendig ankommen wahrscheinlich. Lieblingsrubrik in diesem Format, nämlich wie immer... Musik. Und wir hatten ja wirklich total tolle, super klassische Musikstücke, doch jetzt kommt wirklich der Oberarm einfach nur. Lehnt euch zurück und lauscht mit mir zusammen dem engelsgleichen Gesang von Hand of Blood. Aua, meine Ohren! Nein. Bam, bam. And we'll keep on fighting till the end. Da, da, da. Bam, bam, bam. Cause we are the champions. We are the champions. No time for losers, cause we are the champions of the world. Gut, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, einen fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker. Zeigt mir, was eine geile Bewertung ist und lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nie wieder eine weitere Folge von CEO und das Internet. Wie immer wünsche ich dir ein super geiles Wochenende. Pass auf dich auf, dein CEO. Nice. Nice, nice, nice. Daumen hoch da für mehr Fun. Zeigt sie ab. Link in der Beschreibung. Oh, Junge. Pluto. Ich bin Profi Brody. Weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody. Alles andere nur Dreck.